schwarze Bürstenborstenbürsten besser als weiße Bürstenborstenbürsten und harte Bürstenborstenbürsten besser als weiche Bürstenborstenbürsten. Manche Dinge sollte man besser mit harten Bürstenborstenbürsten, während andere Dinge dann und wann eher nach weichen Bürstenborstenbürsten. Die Frage der Bürstenborstenhärte ist ein wenig kontrovers, denn es kann sein, dass gewisse Dinge durch zu harte Bürstenborsten bersten, doch genauso auch die Bürstenborsten. Und das ist absolut kein Spaß, denn schon oft kam es vor, dass mir selbst die allerbesten Bürstenborsten barsten. Drum denkt immer schön daran, euren Bürstenvorrat aufzuforsten. Die besten Bürsten findet man übrigens in Texas, in Austin. Doch es gibt sie auch in Stuckenborstel, in Würselen und Dorsten, im besten Bürstenborsten-Fachgeschäft von Kirsten und Thorsten. Ich bin neulich ein paar Runden lang durch Ulm gerannt. Und was soll ich sagen, ich fand's fulminant. Ich sah mich mit Vergnügen stundenlang um. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Das Münster allein, da staunte ich stumm. 161 Meter hoch, was für ein Trumm. Von der Höhe her ein weltweites Unikum. Nicht nur in Ulm, auch um Ulm und um Ulm herum. Im Umland von Ulm, also um Ulm herum, gab es Funde aus dem Paläolithikum. Schon damals ging's hier rund, und zwar ringsum. Nämlich in Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Ulm ist unablässig am Drum. Ich bummel in Ulm, darum gerne rum und sing vor mich hin. Dumm, diedel, dumm, in Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Ich habe einen Kumpel, der ist Maurer. Den umgibt eine ganz besondere Aura. Wo andere genau sind, ist er ein viel genauerer. Und erfahrene Leute sind ja heute auf dem Baurer. Es gibt bedauerliche Schauergeschichten von Maurern, die ihr Werk nicht allzu sauber verrichten. Doch dieser Maurer ist auf guten Mauerbauer picht, denn er hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Er ist ein sehr genauer Mauererbauer. Seine Mauerwerke sind von ganz erstaunlicher Dauer. Ich glaube, echt kein anderer Maurer mauert genauer. Ey, der baut ja voller Power einen ganzen Mauerwerk-Tower. Leute wie er haben die chinesische Mauer gebaut, die allergrößten Stauseen aufgestaut, Kathedralen errichtet und überhaupt, wohin man schaut, ein Haufen Zeug, das mir den Atem raubt. Also ich könnte das nicht, wenn ich eine Mauer baute, wäre sicherlich das Mauerbauergebnis eher Mau. Mir fehlt einfach das richtige Mauerbau-Know-how. Die Mauer, die ich baute, wäre unter aller Sau. Ich stünde unter pausenlosem Dauerstress. Denn sowas lernt man nicht mal eben an der VHS. Ich fühlte mich ausgesprochen powerless, weshalb man Mauerbau noch besser dem Maurer überlässt. Oh yes. Im dichten Fichtendickicht sind richtig dicke Fichten wichtig, denn durch dicke Fichten wird das Fichtendickicht in seinem Gleichgewicht ertüchtigt. Wenn der Wind weht, und zwar richtig, und der Wind weht mitunter richtig berüchtigt, nicken zwar die Fichten tüchtig, knicken aber nicht richtig. Der Wind wird von den Fichten beschwichtigt, bis er sich aus dem Dickicht verflüchtigt. Die Fichten müssen dafür nicht mehr tricksen, es reicht schlichtweg, dass sie so dick sind. Wären sie nicht so dick, sondern nickrig, brechen sie sicherlich augenblicklich mittig durch. Wie so ein Knicklicht, das wäre fürs Dickicht nicht sehr erquicklich. Doch die Fichten sind zum Glück windgeprüft und richtig dick, sodass der Wind tüchtig blasen kann. Es ficht das Fichtendickicht nicht an. Der Metzger wetzt sein Metzgermesser mit des Metzgers Wetzstein. Denn so ein Messer sollte besser stets perfekt gewetzt sein. Als Metzger wetzt man deshalb die Messer besser, jetzt als nie. Auch nicht zuletzt, weil Metzger Messerwetzen fetzt. Und die Gefahr, sich an einem ungewetzten Messer zu verletzen, sollte man mal besser ganz und gar nicht unterschätzen. Drum besitzt auch du ein Metzgermesser, sei kein Messerwetzvergesser. Damit kein Besserwisser ätzt, hättest du mal besser das Messer gewetzt. Bevor man derlei ätzenden Metzger-Messerstresser leidet, besser mal das Messer wetzen, nicht zuletzt auch, weil's dann besser schneidet. Schnecken erschrecken, wenn sie an Schnecken schlecken, weil zum Schrecken vieler Schnecken Schnecken nicht so lecker schmecken. Da könnte man auch direkt an der Hundedecke lecken. Schnecken schmecken im Grunde zum Verrecken. Auch ich hab schon mal Keck an einer Schnecke geleckt. Die hatte sich im Dreck unter einer Hecke versteckt. Und das hat alles andere als lecker geschmeckt. Das hatte ich direkt vom Fleck weggecheckt. Ich vermute ja, die Schnecken bezwecken mit dem Effekt, dass sie einfach nicht so lecker schmecken, potenzielle Fressfeinde perfekt abzuschrecken, aber auch um keinen Hunger aufeinander zu wecken. Denn würden sie beim Aneinanderschlecken entdecken, dass sie gar nicht suspekt, sondern lecker schmecken, nimm mir direkt darauf der Schrecken seinen Lauf, denn dann fressen sich die Schnecken alle gegenseitig auf. Ich hab nur einmal erlebt, dass mir eine Schnecke schmeckt. Da war in Frankreich reich der Tisch für mich gedeckt. Es gab Schnecken mit Öl, Knoblauch und Gebäck und leckerem Cabernet Sauvignon Sec. Neulich fand ich auf dem Flohmarkt ein chinesisches Schlüsselchen. Außerdem erstand ich dort ein schlesisches Schlüsselchen. Seit diesem geflissentlich genüsslichen Kauf bewahre ich das Schlüsselchen im Schlüsselchen auf. Vielleicht finde ich nächstes Mal ja ein schlesisches Schlüsselchen und dazu passend ein chinesisches Schlüsselchen. Dann juchai, hätte ich sogar zwei schlesisch-chinesische Schlüsselchen. Flankenkicker, flick, kick, flinke Flanken. Flinke Flanken kickt, Flanken kickt, flick. Er ist der Kicker, um den sich Legenden ranken. Er beherrscht manch kranken Flankenkicker-Trick.
Er ist der Mann, dem wir manches verdanken. Wie oft hat er den Gegner schon dran gekriegt? Sieht man ihn den Ball zu einem seiner Mitspieler flanken, verwandelt dieser diesen oft ganz geschickt. Für die Mannschaft ist der Mann ein fulminantes Glück, denn seit Flankenkicker Flick flinke Flanken kickt, ist die gesamte Mannschaft ein ganzes Stück an die Tabellenspitze näher herangerückt. Weswegen nun die Mannschaft total darum bangt, ob es auch fürs Pokalfinale langt. Also hoffen wir mal, dass der heilige Sankt Flankenkicker Flick viele flinke Flanken flankt. Vielen Dank. Schwarze Bürsten, Borstenbürsten, besser als weiche Bürsten. Weiße! Scheiße! Als scheiße Bürsten, Borsten, scheiße! Schwarze Bürsten, 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 schwarze Bürsten, 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 schwarze Bürsten, Borsten, Bürsten, besser als weiße Bürsten, Borsten, Bürsten! Ich bin neulich ein paar Runden lang durch Ulm gerannt. Und was soll ich sagen, ich fand's fulminant. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Ulm ist Ulm ist unablässig am Brummen. Ich bummel in Ulm, darum gerne rum und sing vor mich hin. Dumm, diedel, dumm, in Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Da war nicht alles drauf. Da war nicht alles drauf. Der Metzger wetzt das Metzgerwässer. Stille Metzgerwässer sind tief. Der Metzger wetzt sein Metzgermesser mit des Metzgers Wetzstein. Denn so ein Messer sollte besser stets perfekt gewetzt sein. Als Metzger wetzt man deshalb die... Du darfst dann nicht da so drum drauf rumfuchteln. Aber da sind die Haare nicht lenkt schön mich gewesen. Ab. Ich frag ja immer, hast du die Haare schön? Ja, ist die Haare schön. Ich hab die Haare gar nicht schön. Jetzt sind sie wirklich schön. Ja. Hättest du mal besser das Messer gewetzt. Damit kann Besserwisser ätzt. Hättest du mal besser das Messer gewetzt. Neulich war ich auf dem Flohmarkt und was hab ich da gekauft? Ihr werdet es nicht glauben, Leute. Ich. Ja. Das ist ja hier 61, chinesisches. Neulich fand ich auf die. Der labert da rein. Ja, ich. Naja, nee. Auch mal was. Neulich fand ich auf dem Flohmarkt ein chinesisches Schüsselchen. Und außerdem stand ich dort ein schlesisches Schüsselchen. Das ist in 122 Beats per Minute, ist es impossible, das auszusprechen. Und wie viel haben wir jetzt? 116. Das ist nicht so viel schneller, aber man gerät da wirklich an die. Ja, ja. Vielleicht ist es auch eine Frage der Übung. Nein. Nein. Flankenkicker flick, 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 flanken, flick, flick, flickt sein Fahrrad. Flank nehmen wir. Also hoffen wir mal, dass der heilige Sankt Flankenkicker flick, viele flink, flink. Soweit. Wenn das so weitergeht, kannst du irgendwann auswendig. Flankenkicker flick, kick, flinke Flanken. Flinke Flanken kickt, Flanken kickt, flick. Er ist der Kicker, um den sich Legenden ranken. Er beherrscht manch kranken Flankenkicker-Trick. Schnecken erschrecken, wenn sie an Schnecken schnecken. An Schnecken schlecken. Sie erschrecken, wenn sie an Schnecken schlecken. Ich vermute ja, die Schnecken bezwecken mit dem Effekt, dass sie einfach nicht so lecker schmecken. Tote Zelle fest! Schnecken schmecken zum Verrecken? Nee. Im Grunde. 58. Schnecken. Auch ich habe schon mal Gag an einer Schnecke geleckt. Nee, falscher Text. So ein Dreck. Wir sind jetzt schon weitergekommen als bei dem davor. Das stimmt, das auch ich habe schon mal Gag an einer Schnecke geleckt. Die hatte sich im Dreck unter einer Hecke versteckt. Das hatte ich. Schade. Wenn der Wind weht, und zwar richtig, und der Wind weht, wird unter richtig berüchtigt, nicken zwar die Fichten tückig, tüchtig. Nichten. Welche Dichten? Die. Mit Fichten und Nerven. So dass der Wind tüchtig blasen kann, es ficht das Ficken, Fichten die. Wir hatten es doch fast. Nochmal bitte.